Ja, cool. Super. Lieber Daniel, ich begrüße dich hier recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal für dieses Interview, das du dich da zur Verfügung gestellt hast. Freut mich Sehr außerordentlich. Ich habe gerne. dich ja gefunden, ebenfalls über YouTube, weil ich bin ja auch so ein alter Tool-Hengst. Ja? Also ich versuche immer noch ein besseres Tool, noch ein besseres Tool zu finden. Und da habe ich schon viele, ja, 100 Stunden in meinem Leben investiert. Wirklich gute Tools zu finden. Teilweise bin ich auch wirklich verzagt, muss man echt so sagen. Weil irgendwas stimmt dann immer nicht. Sei es jetzt halt eine DSGVO-Geschichte oder sei es eine Anbindung oder sei es sonst irgendwas. Und da bin ich dann letztendlich auf dein Tool gestoßen und habe dann deinen YouTube-Kanal entdeckt und habe mir den, will ich auch hier unten verlinken, by the way, und auch einen Link zum Tool. Und habe dann letztendlich deinen YouTube-Kanal mehr oder weniger innerhalb von 2, 3 Tagen verzehrt. Ja. Respekt, Das mag schon einiges ja. heißen. Also ich bin dann so jemand, wenn ich da mal was Interessantes gefunden habe, dann ziehe ich mir da gleich sozusagen alles rein, was geht, soweit es meine Zeit erlaubt, irgendwann nachts noch. Und genau, in diesem Sinne einfach mal ein paar Worte zu dir, vielleicht ein paar Sätze, kurze Vorstellung, woher kommst du, wer bist du, lieber Ja, Daniel. mein Name ist Daniel Kondora, bin der Gründer und Geschäftsführer von EZ2. Angefangen habe ich damals ganz früher im Affiliate-Bereich und habe mich dann quasi bis hierhin gearbeitet, dass wir dann unsere Software quasi jetzt haben. Ja, und betreibe die mit voller Leidenschaft, weil ich genau das sowohl bei uns gesehen habe, als auch bei Kunden eben dieses verschiedene Tools, Anbindungen und so. Und das raubt halt Zeit, nervt halt und ist teilweise der Umsetzungsverhinderer. Einfach nur die Technik. Die Leute wollen umsetzen, aber die Technik hindert sie daran. Und das fand ich total traurig, weil ich mir denke, also, wenn es irgendwie am Business liegt, okay, aber wenn dich nur die Software aufhält, dass du es nicht umsetzen kannst, das ist ja super frustrierend. Ja, im Zuge dessen, was waren so letztendlich deine, was war so dein Grundinitiator, ich meine, eine Software zu entwickeln oder ein Tool oder generell eine SaaS-Lösung ist ja nicht was, wo man einfach mal so beim Kaffeetrinken entscheidet. Ne? Da gehört ja eine ganze Menge dazu, eine Menge Ressourcen und so weiter. Gab es da irgendwie so einen Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, also jetzt reicht's mal oder sowas in der Richtung? Also der Auslöser war mein Geschäftspartner, der die Idee an mich herangetragen hat, der gesagt hat, Daniel, ich habe da eine Idee schon länger mit mir rumgeschleppt und hast Okay. du da eine Idee, wie wir was umsetzen können? Ich habe gesagt, ja, gib mir mal ein bisschen Zeit, ich mache da was. Und 2,5 Jahre später war dann was fertig. Und Okay. es hat uns einfach genervt. Wir wollten was für uns haben, dass wir halt leichter umsetzen können, weil wir kommen aus dem Agenturgeschäft, haben halt Funnel gebaut, Landingpages, Ja, Webseiten okay. und haben halt auch die klassischen Tools genutzt. Und das war irgendwie auch alles dann aufwendig, anstrengend, kompliziert und der Kunde konnte es hinterher auch gar nicht bedienen, weil es musste komplex sein, dass es funktioniert, aber der Kunde konnte dadurch halt das nicht selbst bearbeiten. Das fand ich immer doof, weil ich finde, der Kunde sollte jetzt nicht abhängig von der Agentur sein, sondern auch selbst Änderungen machen. Und all die Ansprüche sind halt in EZ2 reingeflossen, dass halt jeder wirklich selbst seine Inhalte umsetzen kann und keine teuren Dienstleister oder sonst irgendwas benötigt. Ja. Und halt auch einfach. Also nicht irgendwie 6 Tools und dann 300 € Kosten, sondern ein Tool und unter 100 € Kosten, dass man mal wirklich umsetzen kann und nicht sich Tage und Nächte um die Ohren schlägt, um ein Tool zu verstehen. Ja. Ja, da kommen wir schon wieder in die Details rein, ins Eingemachte, sowas wie Kosten und Features und so weiter, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze da draußen. Wie gesagt, ich komme genau aus der Branche IT und habe schon unzählige SaaS-Software-Lösungen gesehen und verkauft und alles. Es gibt ja diejenigen, die sagen, hey, wir setzen sozusagen den Einstiegspreis ganz hoch, aber bei uns gibt es nicht mal irgendwie eine Free Version zum Testen oder sowas, also bei SAP und dergleichen. Ne? Also da musst du schon erstmal unseren Funnel durchlaufen mit 5 verschiedenen Workshops am besten und Demo zeigen und dies und das und jenes, bis ich dann irgendwann mal selber irgendwie hands-on das Tool benutzen darf. Da gibt es halt so die andere Variante, wie zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, ist egal. Also bei HubSpot zum Beispiel, da kriegt man dann irgendwie ein gratis CRM, ja. Nur da fehlen halt die Hälfte der Funktionen und dann sieht man ganz schnell, wie man da so richtig schön reingelurt wird und reingezogen und dann Das kostet extra und das kostet extra und das kostet noch extra. genau, Und da ist man, glaube ich, hinterher bei 1000 Euro, wenn man eine vollständige HubSpot-Version haben will. Da ist man, glaube ich, dann arm hinterher. Und dann irgendwann stellt man fest, dass man die ganzen Daten, die man dann schön gemächlich da alle angesammelt hat, da nur noch sehr schwer rausbekommt, dass man dann einen Programmierer dafür bräuchte oder sowas. Und ist aber dann, wenn man die Funktionen, die man dann bräuchte, wenn man ein bisschen weitermacht,
dann ganz schnell bei 2000 Euro Fixkosten im Monat dabei und so weiter. Und es ist halt je nachdem, über wen wir jetzt reden, ne? Je nachdem, wer jetzt gerade der Zuhörer ist, aber für viele von den kleineren Startups und so weiter, wenn die jetzt quasi nur für eine Kombi-CRM, Marketing Automation 2K im Monat zahlen, nur an Lizenzgebühren, das bricht ihnen ja schon fast das Genick. Die Ja, müssen ja auch erstmal reinkommen, dass sich das Ganze rechnet. Also da muss ich ja quasi erstmal die Software rechnen. ja. Und da ist ja noch gar nicht das Produkt bezahlt oder was auch immer man hintenrum verkauft. Also das sind dann schon ordentliche Einstiegspreise. Ja. Und was ist denn so mal vielleicht ein bisschen mehr detailliert der Overall Pain, den du letztendlich löst mit deiner Lösung, damit man noch ein bisschen besser versteht, was deine Lösung EasyTwo eigentlich ist? Weil EasyTwo sind ja jetzt erstmal nur fünf Buchstaben und eine Ziffer. Vielleicht, dass man das noch ein bisschen versteht. Was zieht deine Lösung alles zusammen? Ja, welche Funktionen oder welches Potpourri an Lösungen? Lösung oder Probleme löst deine Lösung sozusagen gleichzeitig. Also im Prinzip ist es der Funnel-Builder, den wir integriert haben, mit angeschlossener E-Mail-Automation. Also wenn ich dann irgendwo ein Lead einsammle, kann ich ihn direkt mit E-Mail-Automation versorgen. Auch mit Logikbedingungen, tag-basiert, also sehr detailliert kann man da mit den Automationen arbeiten. Man kann Kampagnen rausschicken, also sogenannte Newsletter. Man kann einen kompletten Membership-Bereich erstellen. Man kann die Kontakte im CRM verwalten. Man hat einen Terminkalender, man hat ein Content-Magazin, also eine Art Blog. Eine Webseite kann man bauen, einen Shop kann man bauen und da jede Art von Produkte verkaufen. Also egal ob digital, physisch, Dienstleistung, Mitgliedschaft, alles kann man da verkaufen. Also man bräuchte auch sowas wie Digistore nicht mehr. Man bindet seinen eigenen Zahlungsanbieter in Das ist unserem Hammer, Shop an. Hammer, ja. Man hat Upsells, man hat Downsells, Orderbumps, Umfragenfunktionen wie JotForm. Also bräuchte man auch JotForm nicht mehr oder Typeform, ist alles Wahnsinn, integriert. Wahnsinn, Und ja. das, was halt so mega viel, mega komplex klingt, ist halt so einfach bei uns integriert, dass es fast schon spielerisch ist, diese Sachen miteinander zu verbinden, weil Ja. es so zielgerichtet aufeinander abgestimmt ist. Ja. Ja, was ich halt echt krass finde, auch, dass ihr letztendlich so ein kleines HubSpot dort habt, ja, so ein nur vielleicht sogar noch besser, beziehungsweise einfach wesentlich günstiger. Ne? Zum Preis kann man vielleicht später noch was sagen, weil Preis ist natürlich immer relativ, ist völlig klar. Ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel auch das Thema. So ein Kalender da drin habe. Das Thema Kalender, ich sehe das bei Agenturen so häufig, wie schwierig das ist. Ja, also dann zum Beispiel, also der Agenturinhaber hat verschiedene Kalender, ja, weil die Kunden wieder unterschiedliche Kalender haben, dann deren Kunden haben dann wieder Kunden, die mit unterschiedlichen Kalendern. Also das ist der absolute Wahnsinn. Weil das ist ja letztendlich, ne, Kalender ist ja eines der zentralen sagen wir mal, Applikationen überhaupt für jeden Entscheider oder für jeden, der Termine wahrnimmt oder auch im Vertrieb und so weiter. Ne? Also, und das ist halt, wenn man das irgendwie da integriert hat, ist schon mal super. Und all die anderen Baustellen, die du gerade genannt hast, also da bleiben fast keine Wünsche offen. Ja? Also, und jetzt, Und es nimmt sogar Arbeit. Also beim Kalender ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Viele nutzen halt Calendly. Das ist auch ein gutes Kalendertool. Aber wenn ich jetzt irgendwo damit eine E-Mail-Automation starten möchte, Calendly, kann man die ZAPE-Integration nur nutzen, wenn man einen Paid-Account hat. Das heißt, ich muss schon wieder dann den Bezahl-Account nehmen, um dann ein anderes Tool ja, anzubinden, um zum Beispiel eine E-Mail zu schicken, genau, wenn ein klar. Termin gebucht worden ist. Und das sind halt also Sachen, die machen es teuer, die machen es komplex und die nerven einfach. Bei uns hast du einen Kalender, kannst einen Tag vergeben, wenn du einen Termin buchst, fertig. Kriegt ihr irgendwie dann eine Vorbereitungsmail, wie auch immer. Aber es ist halt nicht irgendwie drei Upgrades und noch fünf Tools nötig, nur um dann irgendwie eine automatisierte E-Mail zu verschicken. Das braucht man halt nicht. Ja, also es sind ja nicht so irgendwelche, ich glaube, ihr habt das mittlere Paket und da ist letztendlich alles schon drin, mehr oder weniger, ja. Genau. Nicht so irgendwie noch 10 verschiedene versteckte Fisimatenten, ja, um dich da irgendwo reinzuholen und so. Das weiß man auch sehr zu schätzen dort. Also finde ich auch sehr super. Und dann halt auch quasi diese Domino-Effekte, diese Rattenschwanz, dass ich immer alles. Also man will zum Beispiel eine Sache nur lösen oder zusätzlich machen, dann muss man quasi Calendly, du hast das Beispiel Calendly genannt, upgraden. Aber dann braucht man auch noch irgendwie zusätzlich Zapier, dann muss man Zapier auch noch upgraden und das hat dann wieder das zur Folge und das wieder das. Und am Ende hast du fünf Upgrades, nicht nur ein Upgrades und so weiter. Ja? Also das ist ja dieses Rattenloch, also the Rat Hole oder wie die Engländer da sagen, ja, also das Rabbit Hole, meine ich, ja, wo du dann quasi komplett so schnell da reinsinkst, ja. Und am Ende hast du da Abos
abgesegnet oder irgendwelche Abo-Fallen vielleicht sogar, ne, wo dann irgendwas abgebucht wird, dann später, wo du nicht mehr dran denkst, weil du so busy bist, wie die meisten ja sind sozusagen in dem Szenario. Und dann hast du halt da einfach so laufende Kosten eben mal von vielleicht sogar 1.000 oder mehr Euro, die dir gar nicht mehr bewusst sind wirklich. Und das ist ja letztlich auch systemisch. Ja, es ist ja nicht per Zufall. Ja, also ich habe ja auch viele Kunden, die quasi in dieser Welt zu Hause sind. Also ich will jetzt hier nicht zu viel bitchen und so, aber man muss halt immer schauen, okay, immer in der Balance, ne? Also immer Mehrwert, den man bietet. Und auch, ich würde jetzt auch keinen meiner Kunden, selbst wenn ich noch so viele Deals oder Provisionsdeals oder sonst was hätte, irgendwie da jetzt mit mehr Tools, das ist letztendlich dann nicht mehr moralisch nicht mehr vertretbar. Ne? Und langfristig bindet man so auch keine Kunden an sich. Also von daher sollte man, das ist ja quasi wie du schon gesagt hast, wie die Miete von der Wohnung. Ne? Also letztendlich, ja, das geht ja immer weg. Und Das ist ein fester Posten, den man jeden Monat hat. Und wenn er ja. hoch ist, bleibt halt weniger Geld für andere Sachen übrig. Wenn er niedrig Ja. ist, hat man halt mehr Geld für andere Sachen, für Traffic, für Mitarbeiter, für Genau. alles Mögliche. Ja, genau. Ja, cool. Gibt es denn, wenn wir schon bei den ganzen Funktionen sind, weil es würde jetzt natürlich zu weit führen, da jetzt da zu tief in die ganzen Sachen reinzusteigen, aber gibt es da was, weil ich nehme an, ihr seid ja auch ständig dabei, weiterzuentwickeln und immer wieder zu tunen. Gibt es da aktuell was, wo quasi so in der Pipeline ist oder so, wo du schon verlauten möchtest? Genau, wir sind gerade dabei, den Membership-Bereich in ein Learning Management zu erweitern, also wirklich mit zeitgesteuerter Freigabe, mit Fortschrittsbalken, mit Freigaben auf bestimmten Regeln und so weiter. Das soll auf jeden Fall in den nächsten Monaten kommen. Cool. Plan ist Q2, dass das kommt. Ja. Dann wollen wir auch ein eigenes Video-Hosting integrieren, weil aktuell bräuchte man nach Vimeo, Wistia oder YouTube oder auch andere Ah, Video-Hoster, um okay. Videos anzubinden. Okay. Aber wir wollen halt ein eigenes Video-Hosting haben, das wirklich komplett alles in einer Plattform ist. Also das ist der einzige Punkt, der aktuell noch an extern braucht. Auch dann wäre alles wirklich in einer Plattform. Und auch ein eigenes Affiliate-System für die Nutzer, also dass man seine eigenen Produkte via Affiliate quasi vermarkten lassen kann. Ja, das wie bei Digistore, ne? Wo ja Digistore so groß geworden ist Genau. letztendlich dadurch. Ne? Genau. Ja, ja, Video-Hosten ist ein guter Punkt, weil da gibt es ja dann natürlich auch die Möglichkeit, die dann irgendwie zu schützen, die Videos, dass wenn man jetzt quasi hauptsächlich von Online-Kursen leben würde oder sowas, dass dann nicht das so vervielfältigt werden kann und solche Geschichten und sowas. Ne? Genau. Ja, und auch Ladezeiten technisch. Also Ja. wir nutzen viel, viel Vimeo. Die, finde ich, haben in letzter Zeit sehr nachgelassen, was die Ladezeit angeht. Ja. Wistia ist da deutlich schneller, dafür aber auch deutlich, deutlich teurer. Und beide Probleme wollen wir quasi lösen. Schnelles Video-Hosting in EC2 integriert, dann braucht man nichts Externes mehr. Wow, das ist schon krass, das ist schon krass. Ja, das ist natürlich, weil ich komme ja auch sehr, sehr viel aus dem Direct Sales und Marketing und so weiter. Ich bin ja teilweise auch im so B2B unterwegs, auch High-End-Segmente und so weiter. Also teilweise. Ja, arbeiten wir für Enterprise-Kunden, wo halt viel über Telefonakquise nach wie vor noch läuft. Gibt es da auch sowas, wo du siehst, immer in Zukunft, wo man da quasi, das ist ja auch ein CRM dann drin vorhanden, wo man da sowas wie so eine Internet-Telefonie dann da draufsetzt noch oder sowas? Oder ist es eher. Das kann ich nicht, also ist aktuell nicht in Planung. Ob sowas kommen wird, weiß ich nicht. Natürlich kann man die Telefonnummer, die im CRM ist, natürlich direkt übers Internettelefon quasi anrufen, aber ob wir direkt eine eigene integrierte Internettelefonie haben werden. Okay. Würde ich erstmal sagen, glaube ich jetzt nicht, aber wir entwickeln uns ja auch weiter. Insofern kann es sein, dass so eine Funktion Ja. natürlich auch in Zukunft mal kommen wird. Ja, also man kann einfach jedes Internettelefon beliebiges anbinden an das CRM sozusagen. Ja, im Prinzip, also wenn du im Browser auf eine Telefonnummer klickst, zumindest bei mir ist es so, ich nutze Zipgate, das ist ein recht großer Anbieter, da öffnet sich dann direkt mein Internettelefon, ich kann darüber telefonieren. Ja, okay. Man könnte es auch mit dem Handy verknüpfen, zum Beispiel, nehme ich mal an, oder? Also man kann Ja, auf ja dem auch. Handy wird die Nummer ja eh dann quasi verlinkt, dass man die quasi dann aufrufen kann. Ja, okay. Es ist ja wahrscheinlich auch mobilgerecht und sowas. Ne? Also ich kann ja auch vom Handy aus drauf zugreifen und. Genau. Also den Page Builder würde ich jetzt nicht mobil verwenden, weil dafür ist ein Page Builder jetzt nicht. Nee, das meine ich jetzt nicht. Also ich spreche jetzt mal rein vom ja, Kalender, CRM und sowas, wenn ich meine Termine anschaue oder Ja, das Kunden da anrufe. schon auch E-Mail-Marketing und so, aber jetzt eine Seite bauen auf dem Handy ist, das ist jetzt nicht so, ist auch nicht gedacht. Also so eine Seite braucht man am Auf gar PC. keinen Fall. Es geht nur darum, wenn mich ein Kunde zurückruft oder ich bin unterwegs und sowas. Ne? Weil ich komme sehr stark aus dem Vertrieb, deswegen habe ich das natürlich als erstes im Kopf.
Ja, also ich hätte dann, ja, okay, finde ich super, super, okay. Cool. Also ich weiß nicht, da bleibt mir so also richtig die Spucke weg. Also mich hat es wirklich weggerissen, das Tool, ja. Deswegen habe ich mir auch gleich darum bemüht, hier das Interview mit dir zu organisieren. Möchtest du so abschließend irgendwie, ich also mit meinen Fragen durch eigentlich nochmal zusammenfassen, was so dein Tool oder dein Offering oder dein Werteversprechen zu 95% allen, im Gegensatz zu allen anderen Tools so unterscheidet generell? Vielleicht nochmal die Gelegenheit für dich, nochmal so das Ganze nochmal zusammenzufassen. Im Prinzip mit EasyTwo hat man unserer Meinung nach im Vergleich zu anderen Tools halt viel weniger Arbeit. Man kommt viel schneller in die Umsetzung. Ich hatte gestern ein Kundentestimonial, der gesagt hat, und das fand ich echt eine geile Aussage, ihm macht die Technik mal endlich Spaß. Vorher war alles ätzend, furchtbar, Clicktip ausprobiert, Funnel Cockpit ausprobiert, fand er alles doof, hat ihm nicht Spaß gemacht. Es macht ihm Spaß, die Sachen umzusetzen, obwohl er gar nicht aus dem Bereich kommt. Also es ist Okay. wirklich damit einfach Sachen umzusetzen und nicht eine Qual. Oh, ich muss eine Landingpage bauen, oh, jetzt muss ich einen Tag einplanen, sondern ich baue es eine, weil es geht schnell, ich mache mir keine Sorgen. Eine E-Mail-Automation zu starten, weil es einfach geht. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den wir liefern, die Einfachheit und halt im Vergleich zu vielen anderen Tools den deutlich geringeren Preis. Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Weil ich habe ja einmal mich mit Zapier näher beschäftigt, da wäre ich fa fast ausgeflippt. Ja, ich weiß nicht, was ja so bekannt ist und alle nutzen es und so weiter. Weil ich hab, so für Spezialthemen habe ich ja meine Leute. Ne? Also zum Beispiel Facebook ist auch was, wo ich dreimal einen Anlauf genommen habe, um mich da selber reinzufuchsen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt nie wieder. Ich weiß ein bisschen was und alles andere machen meine Experten. Ja, also weil. Man kann so T-Shape sein, also wie Google eben das so erfunden hat, glaube ich, T-Shape. Man hat von allem irgendwie eine Ahnung, aber dann braucht man schon sein Spezialgebiet. Weil überall Spezialist werden ist irgendwie unrealistisch. Und dann gibt es jetzt mittlerweile auch quasi auch spezialisierte Agenturen und Consulting-Programme und so weiter für dieses ganze Thema. Eben genau dieses Anbindungsthema, ne? Diese Prozessthemen und so weiter. Und die propagieren, glaube ich, mittlerweile Make, was ja irgendwie mal Integromat irgendwie genannt wurde. Ja, genau, die sind auch Das, ziemlich am Kommen, sind recht ähnlich wie ja. Zapier, also von der Funktion her, aber ja, die sind relativ gut im Kommen. Ja. Ich glaube, insgesamt sieht es besser aus, ist aber, man kann mehr machen damit, ist aber dann auch letztendlich, man muss ein bisschen, fast schon ein bisschen so Art programmieren dann im Hintergrund mehr oder sowas, ne? Also alles, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber kurzum, jede zusätzliche Schnittstelle bringt auch wieder eine potenzielle neue Fehlerquelle. Ne? Das ist also ein Genau. Oldschool, wahrscheinlich die älteste Weisheit in der IT-Welt seit 40 Jahren, seitdem es einen PC gibt. Ja? Das ist ja in der SAP-Welt genauso. Es gibt ja Firmen, mit denen ich spreche, die sagen, SAP ist jetzt nicht die absolut beste Lösung oder so, aber wir wissen ganz genau, desto mehr Fremdsysteme wir haben, desto mehr potenzielle auch Security in dem Sinne und andere Gefahren bringen wir dann wieder mit. Also von daher einfach meine ganz große Empfehlung, jede Schnittstelle, die du vermeiden kannst mit Zapier, Make oder was es da sonst noch so gibt, egal wie gut die sind und so, und dann am Ende irgendwie noch 10.000 Euro für ein Coaching ausgeben, wo dir dann nur was über Make erzählt oder sowas. Ja? Also das ist halt dann vielleicht nicht das. Vielleicht nicht unbedingt jetzt dann für jeden das bestangelegte Geld. Ja, cool. Also mich hat das Tool, ich habe leider noch keine Zeit, weil ich habe es erst vor 3 Wochen entdeckt und so. Also, aber ich werde es auf jeden Fall nutzen und dann auch nochmal reporten drüber und so weiter. Ich bin da echt richtig heiß drauf. Ich habe da zu viel zu tun. Vielleicht gibt es auch einfach jemand anders, aber ich möchte es auch gerne selber auch kennenlernen mehr. Und eventuell dann auch relativ stark nutzen. Da halte ich letztendlich auch meine Leute hier auf dem Laufenden und finde es eine super, super Geschichte, dass du hier warst. Ja, Dankeschön. vielen Dank, Daniel, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg, viele, viele Kunden Dankeschön. und rapides Wachstum. Vielen Dank, Daniel. Perfekt. Vielen Schönen Dank. Tag noch. Danke. Ciao. Ciao. Ja, cool, danke dir.